Bayern München will ein zweites Angebot für Harry Kane abgeben. Der bayerische Club ist bestrebt, das Problem der Nummer 9 im Kader durch die Verpflichtung eines erstklassigen Stürmers zu lösen. Tottenham Hotspur-Stürmer. Harry Kane hat sich auf dieser Position als Topziel für die Roten herausgestellt. Ein erstes Angebot der Bayern für Kane wurde vor einigen Wochen abgelehnt. Das erste Angebot belief sich auf knapp 70 Millionen Euro, wurde aber vom englischen Club rundweg abgelehnt. Das neueste Update aus England liefert Details zum zweiten Angebot der Roten für den produktiven Torschützen. Laut Daily Mail soll der Bayern ein zweites Angebot für Harry Kane im Wert von 82 Millionen Euro abgeben. Aus der Daily Mail geht außerdem hervor, dass der Bayern Kane und seiner Familie alle notwendigen Voraussetzungen für eine reibungslose Integration in München zugesagt hat. Thomas Tuchel hat Kane vom sportlichen Projekt beim Bayern überzeugt. Der englische Stürmer kann durch einen Wechsel nach München in der Champions League spielen. Borussia Dortmund drängt darauf, diesen Sommer Warren Zaïre-Emery zu verpflichten. Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung von Warren Zaïre-Emery interessiert und hat Berichten zufolge bereits Kontakt zu allen Beteiligten aufgenommen. Der hochgeschätzte Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain ist einer der Namen auf der Zielliste der Schwarz-Gelben. Und sie drängen offenbar darauf, ihn diesen Sommer zu verpflichten. Dies berichtet RMC Sport und behauptet weiter, dass Borussia Dortmund bereits Gespräche mit allen Beteiligten aufgenommen habe. Der Bericht fügt hinzu, dass PSG Zaïre-Emery diesen Sommer nicht verkaufen und stattdessen seinen Vertrag verlängern möchte. Das Beharren von Paris Saint-Germain darauf, dass Zaïre-Emery nicht zum Verkauf steht, hat Borussia Dortmund nicht davon abgehalten, das Problem zu erzwingen, während Arsenal und Manchester City seine Fortschritte ebenfalls genau beobachten. In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 31 Einsätze in der ersten Mannschaft von PSG und kam auch im Achtelfinale der UEFA Champions League gegen Bayern München zum Einsatz. Zaïre-Emery gilt als einer der vielversprechendsten jungen Mittelfeldspieler Europas. Daher ist es keine Überraschung, dass Borussia Dortmund ihn gerne verpflichten würde. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Geschichte in den kommenden Wochen entwickelt. Bayern München zahlt die volle Ausstiegsklausel von Kim Min-jae, um den Transfer von Manchester United zu verhindern. Bayern München hat die vollständige Ausstiegsklausel für Napoli-Verteidiger Kim Min-jae bezahlt und plant, den Deal bis Montag abzuschließen. Manchester United führte letzten Monat Gespräche mit Kim über einen möglichen Transfer, aber die Bayern haben sie dem hoch bewerteten südkoreanischen Nationalspieler geschlagen. Er entwickelte sich in seiner einzigen Saison bei Napoli schnell zu einem der besten Innenverteidiger Europas, nachdem er letzten Sommer für 18 Millionen Euro von Fenerbahce gewechselt war. Kim wird den letzten Teil seiner medizinischen Ausbildung B, den deutschen Giganten, absolvieren und wird nach Jongwoo-Yong und Lee Hyun-ju in den letzten Jahren der jüngste Koreaner sein, der sich den Bayern angeschlossen hat. Noch kein Club hat sich wegen Benjamin Pavard mit Bayern München in Verbindung gesetzt. Der Kicker berichtet, dass der Bayern München bisher keine Kontaktaufnahmen von Vereinen zu Verteidiger Benjamin Pavard erhalten hat. Pavard hat den Bayern klargemacht, dass er den Verein diesen Sommer verlassen möchte, da er gerne als Innenverteidiger B, einem Topclub, spielen möchte. Allerdings hat kein Verein, der Berichten zufolge Interesse an Pavard gezeigt hat, Kontakt zu den Bayern aufgenommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Vereine, die zuvor interessiert waren, den 26-Jährigen eher als Rechtsverteidiger als als Innenverteidiger sehen. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft derzeit noch ein Jahr und wird ihn nicht verlängern. Angesichts der bevorstehenden Ankunft von Kim Min-jae und der Möglichkeit der Ankunft von Kyle Walker wird ein Verkauf von Pavard nicht nur Platz bei den Gehältern der Bayern freimachen, sondern ihnen auch mehr Geld verschaffen, das sie für andere Positionen ausgeben können. Borussia Dortmund entscheidet sich gegen eine erneute Verpflichtung von Jadon Sancho von Manchester United. Berichten zufolge ist Borussia Dortmund nicht mehr daran interessiert, Jadon Sancho von Manchester United erneut zu verpflichten. Als Sancho vor gerade einmal 2 Jahren für 73 Millionen Pfund zu United wechselte, sah es so aus, als hätten die Red Devils einen der weltbesten Spieler an der Hand, der noch viele Jahre lang Teil ihres Angriffs sein könnte.
Und Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass Dortmund angeboten hatte, den englischen Nationalspieler auf Leihbasis zurück nach Deutschland zu holen, doch United lehnte dieses Angebot umgehend ab.